Hi, mein Name ist Martin Jäger und es gibt jetzt Chat-GPTs, GPTs. GPT bedeutet, oder GPTs mit S, bedeutet, dass du zukünftig deine eigene Applikation bauen kannst und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Ich habe das noch nie gemacht, ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Die Funktion ist jetzt bei mir aktiv und ich dachte, ich probiere es jetzt einfach gemeinsam mit dir aus. Vorab. Wer sich damit nicht beschäftigt, gerade für die Selbstständigen, für die kleinen Unternehmer, aber natürlich auch für große Unternehmen, weil du kannst jetzt wirklich sagen, du machst einen Forschung- und Entwicklungs-GPT, du machst einen Kaufmanager-Sachbearbeitungs-GPT. Der Hintergrund soll immer sein, dass du ein fachspezifisches Anwendungsfeld hast. Also in meiner Welt könnte das zum Beispiel sein, Stellenausschreibungen schreiben, überprüfen von Hiring Chain, was auch immer. Und wie gesagt, wir werden das jetzt gemeinsam machen. Die Zukunft wird aber dieses GPT sein. Warum? Weil hier das zukünftig alle Apps ersetzen wird, weil ganz viele Wissens-Apps und Co. basieren einfach darauf, dass du eben 1, 2, 3, dann passiert 4 und ein GPT hat natürlich den Zugriff. Also so wie ich das verstanden habe, können wir das zumindest programmieren. Dann eben auf das Internet oder. Wir gehen mal rein. Wie gesagt, ich bin positiv nervös und wir machen das einfach gemeinsam. Also hier Beta-Version vorab für all diejenigen. Du hast hier unten in den Einstellungen hast du deine Settings und hier solltest du eigentlich mittlerweile täglich in Beta reingucken, ob es hier irgendwelche Funktionen gibt, die du anhaken oder abhaken kannst. Aber das hat jetzt nichts mit jetzt zu tun. Hier wird dann auch dieses MyGPTs entstehen. Es ist noch kurz über mein Bild sichtbar. Und unter GPTs hast du Customer Instructions und da kannst du zum Beispiel hier generell gültige Informationen reinstellen. Ne? Also oben generell gültige Informationen und unten, wie sollst du arbeiten? Da könntest du zum Beispiel unten sagen, immer per Du, immer per Sie. Das soll nicht unser Problem sein. Wir gucken nach den GPTs. Also, wir klicken da drauf und jetzt haben wir hier Create und konfigurieren. Wir wollen ja einen erstellen. Und jetzt sagt ChatGPT schon, was möchtest du denn machen? Wir machen jetzt mal, wir tun so, als ob ich jetzt in deiner Personalabteilung sitze und wir bauen uns jetzt einen Bot für das Thema Stellenausschreibungen. Ich möchte für Kunden in Klammern interne, externe einen Bot bauen, der hilft, Stellenausschreibungen schnell und gut zu erstellen. Wir schauen mal. Ich habe es auch noch nie ausprobiert. Das ist ja das, was wir mit JobGen gemacht haben. Mit JobGen haben wir das gemacht, allerdings noch weit vor GPTs. Das ist natürlich jetzt gemein. Warum? Weil das wird jetzt wahrscheinlich wesentlich einfacher gehen. Grüße gehen raus an den Martin Storbeck, mit dem ich das gemacht habe. Hier ist es natürlich so, dass der Martin sehr viel Zeit in Codezeilen investiert hat. Das alles, sagt GPTs, ersetzen wir jetzt durch die Textform. Generell sage ich ihm jetzt, antworte mal auf Deutsch. Also auch hier müsst ihr keine Sorge haben, wenn hier mal irgendwie eine fremde Sprache ist, dann könnt ihr die immer aktualisieren, beziehungsweise eben könnt sagen, Mensch, ich möchte jetzt, dass du mit mir Spanisch sprichst. Wie gesagt, noch nie ausprobiert. Hier steht jetzt Updating GPT. Also das heißt, er muss wohl jetzt irgendwie mit der deutschen Sprache noch ein Update ziehen. Warum auch immer, aber so ist es halt. Und hier rechts werdet ihr dann sehen, wie ist das Resultat. Und hier können wir laut dem Preview-Video von ChatGPT, können wir nachher hier direkt die Ausmaße sehen von der Arbeit, die wir machen. Also wir sagen links, was er zu tun hat und können dann rechts testen, just in time, wie das Ganze jetzt zueinander führt oder eben wie es funktioniert oder ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Wie auch immer, wir lassen das jetzt mal updaten. Für dich nochmal zur Info, wenn du Unternehmer bist, wenn du Führungskraft bist, wenn du untriebiger Mitarbeiter bist, diese $20 für ChatGPT Plus Stand Anfang November solltest du machen. Wenn der Copilot rauskommt, kann das Ganze natürlich schon wieder in den Schatten stellen. Warum? Weil der Copilot laut Ankündigungen wird so sein, dass es eigentlich eine Applikation ist, die alles ersetzt. Also auch hier wird der KI-Markt wieder komplett neu sortiert, genauso wie es eben jetzt
mit den GPTs passiert, was höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Apps, Anwendungen, kleinere Programme, aber und deswegen musst du dich darum kümmern. Es kann auch dich als Berater beispielsweise ersetzen. Wenn du sagst, ich berate Kunden zum Thema Stellenausschreibungen, dann solltest du dich damit beschäftigen. Warum? Weil alles, was textbasierend ist, sollte, / kann man einfach sehr, sehr schnell in die KI einfließen lassen. So, jetzt hier hat er ein bisschen was gemacht. Ihr seht, mein Name ist Jobcraft Assistent. Ich lese das jetzt mal nicht laut vor. Ich will keine Bilder generieren. Aber wir lassen das mal. Ich sag mal, ja, gefällt mir. Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt das Bild, was als GPT dann ausgegeben wird, was ja schon mal ganz cool wäre, wenn er im Prinzip direkt den Applikationsnamen sozusagen oder die Applikation, ich werde hier mal das Bild verändern gleich, damit ich hier nicht immer störend bin. Ich setze mich mal hier in die Mitte. Und wir gucken mal. Also, schön, dass Ihnen das Bild gefällt. Jobassistent, Jobcraft-Assistent. So, jetzt macht er wieder irgendwas. Das heißt, ihr habt jetzt ganz genau, oder du hast jetzt ganz genau gesehen, ich habe einfach nur gesagt, was ich plane. Und ihr seht hier rechts jetzt, gibt es schon mein GPT. Das hat jetzt tatsächlich dieses Bild und heißt jetzt Jobcraft-Assistent. Warum auch immer, ich werde das jetzt gleich mal ein bisschen anders nennen. Aber auch hier, guck mal, jetzt habe ich hier unten, steht jetzt, ich mache mal mich hier ganz aus dem Bild, jetzt habe ich hier unten direkt den Befehl, wie kann ich eine Stellenausschreibung für ein Marketing, können Sie mir Beispielformulierungen für Qualifikation, also er hat jetzt hier schon Dinge vorbereitet, die tatsächlich in meiner Welt auch zu dem Thema passen. Und jetzt schauen wir mal, was er hier links jetzt wieder fabriziert. So. So, er macht. Und ihr seht, jetzt im Hintergrund passieren natürlich programmiertechnische Dinge. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich persönlich habe das jetzt auch noch nie gemacht. Ich habe jetzt auch nicht vorher irgendwie schon mal ein bisschen rumgeklickt und probiert, wie ich was irgendwie machen kann. Also von daher ist es auch für mich eine Überraschung. Und ich werde jetzt versuchen, den luftleeren Raum, in dem ChatGPT etwas macht, ein bisschen mit Text zu füllen. Aber ihr seht auch, dass hier ist jetzt Echtzeit. Ich glaube, das Video läuft jetzt irgendwie 6-7 Minuten. Jetzt haben wir schon mal einen Jobtitel oder einen Applikationstitel. Wir haben ein Bild. Und wir haben jetzt hier tatsächlich schon die ersten Anwendungen integriert, so nenne ich es jetzt mal, und sehen, dass jetzt hier das weiter geupdatet wird oder weiter Code geschrieben wird wahrscheinlich im Hintergrund. Das ist natürlich jetzt spannend, weil wir höchstwahrscheinlich relativ schnell zu einem Ergebnis kommen werden. Übrigens, mein Look ist tatsächlich nur so, weil ich sie jetzt freigeschaltet bekommen habe und so aussehe, wie ich momentan aussehe. Also entschuldigt, falls das ein bisschen unprofessionell wirkt, das soll es nicht sein. So, gibt es spezielle Themen, bestimmte Sprache, gibt es spezielle Richtlinien, Stil, Struktur, Stellenausschreibungen. Gut, also das, was ich jetzt sage, mir gefällt der Titel Jobcraft Assist. Formuliere at, oh, jetzt hat er irgendeinen Verbindungsfehler, aber wir schauen mal. Wie gesagt, das kann jetzt natürlich alles passieren, weil extrem viele Menschen versuchen werden, die GPTs relativ frühzeitig zu bauen, was natürlich ChatGPT auch einen Vorteil bringt, weil jetzt natürlich Daten reinkommen, Fehler reinkommen. Von daher, das ist einfach jetzt die Phase, in der wir sind, also wenn da mal was abbricht, nicht sauer sein, weil das natürlich auch eine gewisse Rechenleistung braucht, die jetzt im Hintergrund passiert. Ich werde jetzt trotzdem mal reinschreiben, ich sage es einfach mal sehr unspezifisch, ich finde den Namen nicht passend, beziehungsweise ist das wirklich optimal für den deutschen Markt. Fragezeichen. So, hier sehen wir jetzt, wir könnten jetzt den Befehl noch nicht abschicken, da er jetzt noch am Schreiben ist.
wir müssten ihn unterbrechen hier über das Pausezeichen. Das tun wir jetzt einfach mal und sagen, der Name gefällt mir nicht. Na, also das ist immer die Info, wenn ChatGPT gerade schreibt, dann könnt ihr nicht reinfaseln. So, jetzt hat er hier oben schon wieder einen Fehler angezeigt. Suche du den Namen aus, der für deutsche Firmen am schnellsten zu finden ist und eindeutig ist. So. Das heißt, ich gebe jetzt hier die Verantwortung ab und sage eben, er soll mal machen, was machen. So, in diesem Fall schlägt der Karriere-Creator vor, das finde ich jetzt nicht gut. Und dann schreibe ich das auch, finde ich nicht gut. Ihr seht auch, er hat jetzt eigentlich abwarten wollen, was ich sage, und hat aber nicht abgewartet, sondern macht direkt weiter. Wir unterbrechen ihn jetzt mal und gucken, was er macht. Anzeigenexperte. Das finde ich gut. Da lassen wir ihn jetzt mal machen. Mal gucken, was kommt. Also, jetzt heißt das Thema Anzeigenexperte und ihr seht, er macht einfach weiter, was mir persönlich schon mal gefällt. So, also. Ich möchte, dass du folgende Schritte erledigst. So, erstens, stelle jedem Kunden mindestens 20 Fragen, die dir helfen werden, die Anzeige bestmöglichst zu formulieren. Zweitens, erstelle mit allen Informationen eine Persona. Erstelle nun mittels den Informationen, die du hast, und der Persona eine Stellenanzeige, die auf maximale Reichweite optimiert ist. Ihr seht auch, Rechtschreibung, was hier mal angehakt wird, das ist mein separates Rechtschreibprogramm. Als Legastheniker Light brauche ich das. Das ist tatsächlich in der Kommunikation zu ChatGPT nicht wichtig. Warum? Weil er interpretieren kann. Also er weiß, das ist jetzt falsch geschrieben und das irritiert ihn in der Aufgabe nicht. So, also. So, und dann Nummer 4 ist, achte darauf, dass sich der Bewerber oder die Bewerberin mit der Stelle wohlfühlt und nicht die Firma, in Klammern, wenn der Kunde die Anzeige beispielsweise langweilig möchte, rate ihn aktiv davon ab, falls er Korrekturen oder dergleichen fordert. So. Also wir haben Fragen soll er stellen, die Sinn machen. Stell jeden Kunden mindestens 20, wir sagen mal Kunden 10 bis 20, vielleicht braucht er keine 20, die dir helfen, werden die Anzeige bestmöglich zu formulieren. Erstelle mit allen Informationen eine Persona und jetzt sag mal, greife dafür auf das Internet zu, hole dir relevante Informationen. So, erstelle nun mittels der Informationen, die du mit der Person, ja, so, und jetzt gucken wir mal.
Hier ist es jetzt nicht schlimm, also wenn ihr das für euch macht, mit einem Produkt, mit einer Produktidee macht, hier habt ihr dieses Thema Konfigurieren, also ihr könnt diese GPTs, und das werdet ihr natürlich machen müssen, wenn ihr hier Wissen reingebt oder GPTs machen wollt, werdet ihr natürlich immer nachjustieren müssen. Also schafft auch eine Möglichkeit, das werde ich ihm jetzt auch noch sagen, ein Feedback zu senden. Und das Feedback sollte dann natürlich einfach sein, zum Beispiel Daumen nach oben, Daumen nach unten und dann vielleicht nochmal eine Aufforderung, was hat dir denn nicht gefallen oder was gefällt dir oder whatever. So, Echtzeit, wir sind jetzt bei 15 Minuten. Ich habe ein bisschen vorher Quatsch gelabert, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber ich glaube, wir müssen jetzt bei 15 Minuten sein. Und wir sind jetzt schon in dem Schritt, dass wir hier rechts ein Bild haben, dass wir einen Titel haben, den er mit Sicherheit noch verändern wird. Und wir haben hier auch schon eine Überschrift, ein Helfer, der für schnelle und effiziente Erstellen von Stellenausschreibungen. Das heißt, der Kunde sollte hier schon wissen, okay, um was geht's. So, jetzt sagt er fantastisch. Jawohl. So, als nächstes. So, also, eine Frage in Klammern, Anforderung 1 der 10 bis 20 Fragen sollte sein, ob geantwortet werden soll. Wenn nein, benutze das generische Maskulin. Wenn ja, frage, welche Form des Genderns, in Klammern Sternchen oder Doppelpunkt, oder wie nennt man es, geschlechtsneutrale Sprache. So, was ist denn noch wichtig? Jetzt machen wir mal einen Bindestrich. Übrigens, euch hilft sowas immer, egal ob ihr Bindestriche, Punkte, Aufzählungszeichen. Also wichtig ist natürlich, dass ChatGPT jetzt versteht, das ist ein neuer Punkt. Höchstwahrscheinlich würde es das auch können. Ich mache dann halt Bindestriche oder versuche irgendwie was mit reinzumachen. So. Und ich sage ihm jetzt, wenn die Persona über 40 Jahre alt ist, empfehle dem Kunden bzw. schreibe die Stelle eher formell, zum Beispiel siezen. Wenn die Persona unter 40, tendiere eher zu einem lockeren Stil und eventuell der Du-Form. Frage aber den Kunden, wie die gelebte Praxis ist. Und denn, wenn in der Stelle geduzt wird, sollte das die Realität Tag sein. So. Dann bitte achte bei den Benefits darauf, dass es echte Benefits sind. So, und jetzt gebe ich ihm einfach ein paar Beispiele. Warum? Das ist ja jetzt meine Interpretation. Ne? Also das ist wichtig, das ist jetzt mein Wissen, was ich hier reingebe, was meine Kunden oder die Kunden dieses GPTs nachher nutzen, um eine bessere Reichweite ihrer Stellenanzeigen. Also das ist jetzt tatsächlich etwas, das könnte jetzt vielleicht, wenn du jetzt sagst, boah, ich finde das jetzt keine guten Anweisungen, vollkommen legitim, das ist ja mein Weg. Und am Ende wird sich das beste GPT durchsetzen. Also wenn wir jetzt sagen, es gibt 20 GPTs für dieses Thema Stellenausschreibungen, wird es eins geben, was besser ist als andere. So, also das heißt, es wäre ziemlich dämlich jetzt zu sagen, mach einfach mal was. Was wir aber auch machen könnten, wir könnten jetzt einfach sagen, mach das eigentlich selber. Okay? So, so und jetzt mache ich Negativbeispiele, Doppelpunkt, Obst, Wasser, pünktliches
Gehalt und so weiter. So, jetzt schauen wir mal. Ich lasse es jetzt mal laufen. Ich will euch oder dich jetzt natürlich nicht langweilen, sondern du sollst ja nur sehen. Und das wäre mir wichtig, weil es ist gerade genauso, wie gesagt, ich mache es ja auch das erste Mal, wie ich es mir vorgestellt habe. Nämlich, es ist halt einfach. So, und einfach ist super, weil er im Hintergrund jetzt programmiert. Und wenn wir nachher dieses Projekt sozusagen abschließen, habe ich ein GPT, was Kunden nutzen können. Und natürlich wird dieses GPT irgendwann businessfähig werden. Das bedeutet, ich kann dann sagen, okay, das kostet jetzt im Abo monatlich 4,99. Und für alle Unternehmer da draußen 1 Million mal 4,99 ist für mich als Unternehmer super und 4,99 dafür, dass du zukünftig deine Stellenausschreibungen sehr optimiert geschrieben kriegst und der Personaler nicht mehr 25 Minuten da sitzt und am Ende wird es eh wieder eine langweilige Stellenausschreibung. Das ist für beide Parteien ein super guter Deal. Also wir gucken mal, was draus wird. Und ich werde ihm jetzt allerdings in den nächsten Aufgaben sagen, er soll das finalisieren, weil jetzt das Video wollte ich jetzt nicht über eine halbe Stunde machen. So, ich möchte ihn gerne ausprobieren. Jetzt, was mir gerade gekommen ist beim Lesen, Anzeigenexperte ist ja scheiße. Warum? Weil wir wissen ja gar nicht, dass es eine Stellenanzeige ist. Eine Anzeige kann ja auch bei der Polizei eine Anzeige sein. Bitte ändere den Namen auf Stellenanzeigen. Ja. So, ihr seht jetzt wieder, er arbeitet jetzt nämlich mein Feedback direkt wieder ein. Und ihr seht, das hat diesmal nicht so lange gedauert. Warum? Weil es nur ein Name ist, okay? So. Und jetzt, Playground ist so rum, ist hier drüben. Das heißt, wir können jetzt ausprobieren, wie läuft es. Ist das verrückt? Das ist jetzt fertig. Und jetzt probieren wir das aus. Wir suchen mal einen Vertriebsmitarbeiter, okay? So, also wir gucken mal, was er jetzt hier noch erzählt. So, und er sagt jetzt auch, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Das ist alles super. Jetzt gehen wir rüber, wie der Schwurb sagt, und probiere es aus. So, also. Ich suche einen Vertriebsmitarbeiter. So, was ich jetzt aber schon gesehen habe, weiß nicht, ob dir das gerade aufgefallen ist, dieses Feld war relativ blank und wir müssten jetzt am Anfang gleich eine Aufforderung mit eingeben, dass jemand in das Feld unten reinschreiben soll, wen er sucht. Weil ansonsten ist wahrscheinlich der 0815 Mensch, der jetzt vielleicht auch nicht so viel mit ChatGPT macht, überfordert. Jetzt hat er so eine Maske, da steht der Stellenanzeigen und unten steht, bitte geben Sie, was steht hier, Message an Stellenanzeigenexperten. Ne? Also jetzt das erste Feedback ist erstens, in der ersten Maske glaube ich, also ne, das ist jetzt auch, wir können so, wie wir es sprechen, glaube ich, versteht der in Anführungsstrichen 0815 Personaler, der eventuell noch nicht so viel mit KI gearbeitet hat, nicht, was der erste Schritt ist. Kannst du eine Aufforderung hinzufügen, dass der Nutzer dir sagen soll, für welche Stelle bzw. welche Person du etwas, du eine Anzeige, eine Stellenanzeige. Also, jetzt, also er hat rechts, er hat jetzt hier, sorry, spiegelverkehrt. Er hat jetzt hier
10 Fragen genommen. Wir gucken mal, ob, weil er updatet jetzt natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob er wieder zurückspringt. Wie gesagt, ich wende es jetzt auch das erste Mal an. Aber das kann natürlich sein, dass er das jetzt macht und wir diese Maske hier nicht verändern. Wir speichern übrigens mal. Only me. Das Link. Ja, okay. Confirm. Immer speichern, hat der ITler mal gesagt. Oh, seht ihr? Das ist jetzt schon mal gut. Ah, hier steht auch bei Martin Jäger. Sehr gut. Aber wir gehen jetzt mal hier auf, wir haben ja vorhin gesagt, da gibt es MyGPTs. Jetzt hätte ich es wahrscheinlich nicht speichern sollen. Aber wir gehen wieder auf Edit. So. Er hat jetzt leider so nicht gespeichert, aber wie gesagt, wir machen es ja live. Erstmal sage ich wieder Deutschsprache, bitte, weil er fängt hier jetzt schon wieder mit Englisch an. Und bitte fordere den Nutzer direkt auf, dir zu sagen, für welche Stelle, / Menschen, du eine Anzeige schreiben darfst, sollst. So. Also das war jetzt das Feedback, was ich ihm quasi versucht habe zu geben. Ich habe es jetzt mal versucht, mit ein bisschen weniger Wörtern zu verwenden. Was mich jetzt wundert, ist tatsächlich dieses Thema deutsche Sprache, weil eigentlich macht er bei mir sehr selten, dass er auf Englisch mit mir schreibt. Also wenn dich das nicht stört, bitte alles überspringen natürlich. Aber es wird ja viele da draußen geben, wie ich, die sagen, mir ist es auf meiner Muttersprache oder in Deutsch lieber, aber sei es drum. Wir gucken mal, was er jetzt macht. In der Zeit, wie gesagt, können wir rechts dann wieder sagen, aber ich würde jetzt das ganz gerne abändern oder abwarten, wie er es dann hier eben auch umsetzt. Und wir brechen mal ab und fahren einfach weiter. So, auch hier updatet er jetzt wieder das GPT. Und ich trinke einen leckeren Cappuccino. Thema, wo ist denn das Ding, wo kann man das überhaupt brauchen? Überall, Leute. Ob das intern ist. Du bist die Buchhaltung. Und du hast immer wieder Fragen und eine Q&A-Liste und keiner liest sich die Q&A-Liste durch. Du kannst dann sagen, du hast ein GPT und da können deine internen Kunden deine Fragen reinstellen. Also Stand heute noch nicht, Stand in wenigen Wochen höchstwahrscheinlich. Dann kannst du das auch datenschutzmäßig abschirmen. Mit dem Copilot ist jetzt schon bestätigt, dass die Daten nur reinkommen, nicht rausgehen. Das heißt, dass du auch innerhalb deiner Domäne datenschutzkonform arbeiten kannst. Hoffe ich zumindest, dass das so sich nachher auch durchsetzt. Du kannst zum Beispiel als Vertriebler, du kannst sagen, dein Kunde kriegt ein GPT, also du machst einen Kunden-GPT mit allen kritischen Fragen. Du kannst das mit Q&As füttern. Du kannst es intern für Azubis nutzen. Du kannst sagen, okay, erstes Lehrjahr, das hier ist der Lehrplan. Du kannst ja alles rein copy-pasten. Du kannst sagen, okay, das hier ist der erste Lehrplan. Wenn jetzt als Beispiel jemand kommt und sagt, er hat eine Frage, dann frag ihn erstmal, in welchem Lehrjahr er ist, damit du weißt, okay, wo befindet er sich gerade? Und dann stell ihm oder ihr 5 Fragen, damit du einordnen kannst, hat er das Wissen, damit du ihm die Frage beantworten kannst. Wenn das Wissen zu weit ist, dann sag zu ihm, er soll seinen Ausbildungsleiter, seine Ausbildungsleiterin sprechen. Du kannst das machen als Berater, dass du sagst, okay, du holst erstmal deine Kunden ab. Du kannst das natürlich bitte, bitte, bitte für Bewerber machen. Du kannst sagen, du machst ein ABC GmbH. Er hat jetzt wieder was gemacht, deswegen, was ich schon mal cool finde. Er hat jetzt hier eine Schreibmaschine reingemacht und er sagt, es wurde aktualisiert. Und jetzt schauen wir mal. Die Schreibmaschine finde ich übrigens, das ist so cool, jetzt schon cooler. So, ich möchte testen, sage ich ihm. Das finde ich schon mal geil.
So, und jetzt sage ich wieder der Vertriebler. Wir schauen mal, ob es reicht, wenn ich nur Vertriebler schreibe. Und wir können ja spaßeshalber, also da kannst du auch sehen, weil er müsste jetzt von der Persona her auch im Hintergrund sagen, ein Vertriebler kann auch ein Sales Manager, ein Key Account Manager, ein Außendienstler etc. pp. Sein. Ne? Und jetzt muss er über diese Fragen klären, was muss der denn machen? Ne? So, welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig? Welche spezifische Aufgaben? Ja, jetzt habe ich eine ganz wichtige Anforderung gerade, wenn ich sehe. Bitte ergänze noch bei jedem folgende Frage, Doppelpunkt. Wie heißt die Firma inklusive Firmierung? Wie ist die Homepage? Hier möchte ich, dass du zu jedem Kunden im Internet recherchierst. Eine Sache hatte ich jetzt noch. Also, wer der Ansprechpartner ist, beziehungsweise was der nächste Step in der Bewerbung sein soll. Zum Beispiel Unterlagen an das E-Mail-Postfach Bewerbung@xxx.de. Wir gucken mal, ob er das jetzt gleich ergänzt. Weil jetzt müsste er hier wieder Updating. Genau, sehr cool. Also, ihr seht, ich will jetzt das Video nicht 50 Minuten lang machen, ihr seht, es ist fucking einfach. Wenn ihr das nutzen wollt, tut es. Schreibt gerne in die Kommentare, für welchen Anwendungszweck oder für welches Projekt oder wo du hängst oder was du gut findest oder was du scheiße findest. Ich finde, das ist eine gigantische Möglichkeit für jeden. Und das ist dieses American Dream of Life, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ob du Hauptschüler bist, Realschüler, eine Ausbildung hast, ein Schulabbrecher, ein Studierter, ein Doktor, ein Professor, berufserfahren, alt, jung, vollkommen Wumpe. Wenn du eine geile Idee hast und wenn du in der Lage bist, mit diesem Ding in Textform zu sagen, was du machen willst. Wahnsinn. Also ganz, ganz viel Erfolg damit, ganz viel Spaß damit. Ich werde das natürlich jetzt nach dem Video noch ein bisschen weitermachen und werde das auch verlinken in YouTube und auf allen Kanälen, wo ich das poste. Dann kannst du das ausprobieren und dann kannst du auch gerne mir ein Feedback schreiben, wie du das findest. Du hast jetzt alles gesehen. Ich werde dann nur noch Feinheiten machen. Es war alles kein Hexenwerk. Und sag mir gerne auch, wie du das Produkt an sich findest und welche Veränderungen vielleicht da ich noch vornehmen sollte, weil ich empfinde dieses Produkt, wir haben das ja schon mit jobgen.de gemacht, nur wesentlich technisch komplexer aufgrund der damaligen Zeit vor einem halben Jahr. Und ich finde dieses Produkt sehr wertvoll, weil ich weiß, das ist ein richtiger Pain in the Ass für die meisten Personalabteilungen. Du kriegst eine Anforderung, der Personaler weiß halt nicht, was ein IT-Datenbank-Yogi können muss. Und der fummelt sich dann einen ab und dann sieht es immer gleich aus, oben Standardtext Firma, dann irgendwie fünf Sachen, die ja der Fachbereich mitgegeben hat, dann so die fünf Basics, jeder muss ja heutzutage studiert haben, dann braucht jeder irgendwie 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung. Ist ja alles Mist, ganz oft. Und deswegen glaube ich, hat so ein Produkt wie dieser Stellenanzeigenexperte, glaube ich, auch eine echte Daseinsberechtigung. Also schreib mal rein, abonniere gerne was. Was willst du noch von mir sehen? Ich werde jetzt, also ich arbeite jeden Tag mit KI. Ich habe nur noch nicht so viele Videos gemacht. Ich war vorhin Bäume pflanzen bei Wildbike. Auch hier gehen Grüße raus. Habe ich auf einmal eine Traube von Menschen um mich rum gehabt, weil ich halt über KI und die Nutzung erzählt habe und irgendwie hat es jeden interessiert. Kümmere dich drum. Ist die Zukunft. Der Clown ist aus der Kiste. Es wird keine Kutschen mehr geben.
Und wer sich jetzt hier um das Thema nicht kümmert, der schneller abgehängt, als man gucken kann. Wenn du Fragen hast, stell sie mir, vernetz dich gerne auf LinkedIn mit mir und ansonsten ganz viel Spaß beim Benutzen des Sternanzeigen-Experten.